Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die EU steht Griechenland in der Schuldenkrise weiter zur Seite. Die Staats- und Regierungschefs haben in Brüssel den Weg freigemacht für ein neues milliardenschweres Hilfspaket. Gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds soll so verhindert werden, dass Griechenland in die Pleite rutscht. Verknüpft ist die Hilfe aber mit einer Bedingung: Fließen soll das Geld erst, wenn das Parlament in Athen weiteren drastischen Einschnitten zustimmt. Ziel der Griechenland-Rettung sei es, die Stabilität des gesamten Euroraumes zu sichern. Draußen vor den Türen trugen britische Europagegner den Euro schon mal symbolisch zu Grabe. Aber das ist nach dem Willen des Gipfels zumindest voreilig. Nicht zum ersten Mal bekräftigte er, dass er Europas Währung nicht scheitern lassen will. Wir werden alles tun, um den Euro als Ganzes zu stabilisieren, ihn stabil zu halten. Es ist unsere gemeinsame Währung. Für die tut Europa künftig noch mehr als bisher. Die bestehenden Hilfen für Griechenland in Höhe von 110 Milliarden Euro sollen mehr als verdoppelt werden, vorausgesetzt, das griechische Parlament verabschiedet die anstehenden Spargesetze. Mit dieser Ausweitung will der Gipfel vor allem den Internationalen Währungsfonds im Boot halten. Aber so lieb und immer teurer der Euro den einen ist, dem britischen Regierungschef ist schon der Gedanke an ihn geradezu grässlich. Großbritannien gehört nicht zum Euro, das wird so bleiben und solange ich diesen Job habe, wird es über einen Beitritt nicht mal nachdenken. Daran wird auch er nichts ändern. Mario Draghi, bisher Chef der italienischen Zentralbank, wird an die Spitze der Europäischen Zentralbank wechseln und dort künftig anstelle von Jean-Claude Trichet über die Stabilität des Euro wachen. Die liegt aber erstmal auch in seiner Hand. Griechenlands Premier muss jetzt weitere Einschnitte durch sein Parlament bringen. Europa geht fest davon aus, dass das gelingt und will an anderes überhaupt nicht denken. Und dann denke ich, wenn dies alles geschieht und wenn dies millimetergenau auch umgesetzt wird, dass Griechenland doch in einigen Jahren wieder sich selbst an den Finanzmärkten wird versorgen können. In der Tat wird es noch Jahre dauern, bis die Lage in der Eurozone wieder normal ist. Aber nach Lage der Dinge bedarf es dafür nicht nur der Zeit, sondern weiterer, auch schwerer Entscheidungen in Brüssel wie in Athen. Immerhin hat der Gipfel zur Kenntnis genommen, wie sehr sich die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder seit Einführung des Euro auseinanderentwickelt hat. Dies ist das Kernproblem, aber es ist noch schwerer zu lösen, als Haushaltszahlen in Ordnung zu bringen. Am kommenden Dienstag ist in Athen das Parlament am Zug. Dann entscheiden die Abgeordneten über das neue Krisenprogramm von Ministerpräsident Papandreou und damit auch, ob die Milliarden aus Europa fließen. Vor allem mit deutlich höheren Steuern will die Regierung in Athen den Weg aus der Schuldenkrise finden. Doch der Widerstand in der Bevölkerung wächst. Griechenlands Presse urteilte heute Morgen vernichtend: Gnadenschuss für unsere Einkommen, unerträgliche Kampfsteuern oder es konnte nicht schlimmer kommen. Die Brüsseler Beschlüsse verschaffen der Athener Regierung innenpolitisch keine Verschnaufpause. Und die Sparpläne haben eher neue Ablehnung entfacht. Mit ihren Steuerplänen richten sie uns zugrunde. Das ist doch keine Politik. Aber gerade mehr Einnahmen sollen aus der Krise führen. Geplant ist ein griechischer Soli zwischen 1 und 4%. 5% sollen Minister, Abgeordnete und hohe Beamte abführen. Freiberufler sollen 300 Euro an den Fiskus überweisen. Der Steuerfreibetrag wird von 12.000 auf 8.000 Euro gesenkt. Und Privatisierungen sollen 50 Milliarden Euro einbringen. Die Gewerkschaft der staatlichen Stromwerker ließ aus Protest heute in Athen die Lichter ausgehen. Ampeln standen still, Verkehrschaos. Und für Dienstag ist erneut ein Generalstreik angekündigt. Diese Stimmung macht sich Griechenlands Opposition zunutze. Die Nea Demokratia bleibt bei ihrem Nein zum Sparpaket. Dieses Paket geht in die falsche Richtung, verlangt den griechischen Bürgern neue Opfer ab, die der Normalbürger einfach nicht aufbringen kann. Vor Athens Parlament will auch die Bewegung empörte Bürger ihre Aktionen fortsetzen, so auch heute Abend. Der Druck auf die Regierung hält an. Nicht nur für die Griechenlandhilfe hat der Gipfel in Brüssel den Weg geebnet. Die Staats- und Regierungschefs stimmten auch der Erweiterung der Union zu. Kroatien soll der EU als 28. Mitglied beitreten, voraussichtlich im Sommer 2013. Bis dahin soll aber noch beobachtet werden, ob die Regierung in Zagreb auf Reformkurs bleibt, vor allem im Bereich von Grundrechten und Justiz.
Außerdem ein Gipfelthema, die Krise in Syrien. Scharf verurteilten die Staats- und Regierungschefs die Unterdrückung der Proteste. Unannehmbar und schockierend sei, wie Polizei und Armee gegen die Bevölkerung vorgingen. Die Sanktionen gegen die Regierung von Präsident Assad wurden deswegen verschärft. Trotz des zunehmenden internationalen Drucks auf Syrien geht die Regierung weiter mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Nach Augenzeugenberichten wurden dabei mindestens 7 Menschen von Sicherheitskräften erschossen. Dennoch versammelten sich tausende Syrer in mehreren Städten nach dem Freitagsgebet zu Demonstrationen. Sie forderten erneut den Rücktritt von Präsident Assad. Aus Syrien sind inzwischen mehr als 11.000 Menschen in die Türkei geflüchtet. Nicht nur die Atomkraftwerke in der Europäischen Union werden einem Stresstest unterworfen. 7 Länder außerhalb der EU wollen denselben Test durchführen. Dazu gehören nach Angaben der Brüsseler Kommission unter anderem Russland, die Ukraine, Armenien und die Schweiz. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatten die EU-Staaten beschlossen zu überprüfen, wie weit die 143 Meiler in der Union auf Naturkatastrophen und Flugzeugunglücke vorbereitet sind. In der Ukraine hat ein Prozess gegen die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko begonnen. Ihr wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Sie soll einen für die Ukraine ungünstigen Gasvertrag mit Russland abgeschlossen haben. Timoschenko bezeichnete den Prozess als Farce und nannte den Richter eine Marionette des amtierenden Staatschefs Janukowitsch. Timoschenko war eine der Galionsfiguren der Orangenen Revolution und wurde 2004 Regierungschefin. Dänemark will härter gegen straffällige Ausländer vorgehen. Wer dort künftig zu einer Haftstrafe verurteilt wird, soll automatisch ausgewiesen werden. Das beschloss heute das Parlament in Kopenhagen. Eine Ausweisung soll nur dann ausgesetzt werden, wenn erwiesen sei, dass dem straffällig gewordenen im eigenen Land Folter oder Todesstrafe drohe. Dänemarks Mitte-Rechts-Regierung hat in den vergangenen Jahren das Ausländerrecht immer weiter verschärft. Bundesinnenminister Friedrich will eine Radikalisierung junger Muslime so frühzeitig wie möglich stoppen. Friedrich sprach heute mit Sicherheitsexperten und Vertretern von Muslimverbänden in Berlin darüber, wie der Weg in Fanatismus und Gewalttätigkeit verhindert werden kann. Er appellierte an die Gemeinden, entsprechende Anzeichen bei Jugendlichen ernst zu nehmen. Die Muslimverbände betonten, die beste Vorbeugung sei Integration. Nun sind sie doch der Einladung des Bundesinnenministers gefolgt, die Vertreter der wichtigsten muslimischen Verbände. Einige hatten vorher vor einer pauschalen Diskriminierung des Islam gewarnt und mit Boykott gedroht, doch nun setzen sie auf Kooperation. Weil wir sind die ersten Leidtragenden von solchen Extremisten, wenn sie in unseren Moscheen verkehren. Von den Moscheen ging und wird keine Gefahr ausgehen. Das muss ein deutliches Signal von heute sein. Durch bessere Vernetzung sollen Anschläge wie dieser verhindert werden. Am 2. März feuerte ein junger Islamist am Flughafen Frankfurt auf einen Bus mit US-Soldaten und tötete 2 von ihnen. Der Bundesinnenminister appelliert nun an die muslimischen Gemeinden, wachsam gegenüber Extremismus in den eigenen Reihen zu sein. Und wenn dann Gemeinden feststellen, da verändern sich junge Leute, tauchen vielleicht plötzlich gar nicht mehr auf, dann wollen wir einfach die Gemeinden, die das alles natürlich nicht wollen, sensibilisieren. Und dazu brauchen wir die Verbände. Mit am Tisch auch die Sicherheitsbehörden. Die Polizei Berlin berichtet von einer guten Zusammenarbeit mit den muslimischen Gemeinden. Einige Gewalttaten seien dadurch verhindert worden. Ich kann heute feststellen, dass wir zu fast allen der knapp 100 Moscheevereinen Kontakte polizeilicherseits haben, unterschiedlichster Art. Wir haben mit 2 Moscheegemeinden seit einigen Jahren auch schriftlich fixierte Kooperationsvereinbarungen. Strukturen wie in Berlin sollen bundesweit Standard werden. Geht es nach dem Minister, mündet die Konferenz in eine langfristige Sicherheitspartnerschaft zwischen staatlichen Behörden und muslimischen Gemeinden. Die Bundesbürger sollten nach Ansicht von Unionsfraktionschef Kauder nicht nur bei den Steuern entlastet werden. Das hatte die Bundesregierung in den vergangenen Tagen angekündigt. Zusätzlich sollten die Sozialabgaben verringert werden, forderte Kauder gegenüber Spiegel Online. Es gebe Millionen von Menschen, die gar keine Steuern zahlten. Durch geringere Sozialabgaben würden auch sie vom Wirtschaftsaufschwung profitieren. Als Folge der Finanzkrise wird erstmals in Deutschland eine große Landesbank zerschlagen, die WestLB. Nordrhein-Westfalen, die kommunalen Sparkassen und der Bund verständigten sich nach langwierigen Verhandlungen auf ein Umbaukonzept. Die EU-Kommission hat staatliche Subventionen davon abhängig gemacht, dass das Geldinstitut umstrukturiert wird. Geplant ist jetzt, binnen eines Jahres die Bank aufzuspalten und große Teile zu verkaufen. Schon jetzt besteht eine sogenannte Bad Bank für Risikopapiere.
Von der West-LB zur Rest-LB. Der Plan zur Zerschlagung der drittgrößten Landesbank. Er kostet viel Geld und Arbeitsplätze. 1 Milliarde Euro frisches Kapital steckt das Land Nordrhein-Westfalen in den Umbau. 1 weitere Milliarde steuern die Sparkassen bei. Der Bund beteiligt sich mit 2 Milliarden Euro. Die Verhandlungspartner sehen darin eine faire Lastenteilung. Es ist eine Lösung, die den Interessen aller Beteiligten am besten gerecht wird und die die Auflagen der Europäischen Kommission berücksichtigt. Demnach zerfällt die West-LB in mehrere Teile. Eine Verbundbank fungiert als Dienstleister für die nordrhein-westfälischen Sparkassen. Zum Verkauf stehen große Teile, zum Beispiel die Immobiliensparte. Übrig bleibt eine stark geschrumpfte Restbank, die Servicebank. Sie soll auch für die bereits bestehende Abwicklungsbank, die Bad Bank, zuständig sein. In dieser sind die Verlustgeschäfte ausgelagert. Verunsicherung bei den 4.700 Mitarbeitern. Nur ein Drittel von ihnen ist im neuen Konzept vorgesehen. Wir denken, dass eine Zerschlagung der Bank in 3 Teile erhebliche negative Folgen haben wird für die Beschäftigten. Sie werden sich in anderen Teilen wiederfinden und wir wissen noch nicht genau, unter welchen Bedingungen sie dort sich wiederfinden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir mit heftigem Personalabbau rechnen müssen. Die West-LB war in der Finanzkrise wegen riskanter Geschäfte in Schieflage geraten und hatte vom deutschen Staat Beihilfen kassiert. Diese wollen die EU-Wettbewerbshüter nur bei drastischen Einschnitten genehmigen. Ab Donnerstag wird der Umbauplan in Brüssel geprüft. Die Polizei hat bei einer Demonstration gegen Neonazis in Dresden sehr viel mehr Handydaten erfasst als bislang bekannt. Sachsens Innenminister Ulbich sprach heute bei der Vorlage eines Berichts von mehr als 1 Million Daten. Das ist etwa 7-mal so viel wie bisher bekannt. Bei gewalttätigen Ausschreitungen am Rande der Demonstration waren Polizisten verletzt worden. Damit rechtfertigen die Behörden die massenhafte Datensammlung. Wenige Tage vor Schließung der insolventen City BKK haben 35.000 Krankenversicherte noch keine neue Kasse gefunden. Sie sollen in einer Übergangsversicherung untergebracht werden, die allerdings nur noch bis zum 30. September Behandlungskosten zahlt. Kunden der City BKK müssten sich deshalb so schnell wie möglich um eine neue Versicherung bemühen, so ein Sprecher. Die City BKK wird zum 1. Juli geschlossen. Die Müllkrise in Neapel hat sich wieder verschärft. Aus Protest blockierten Bewohner der süditalienischen Stadt an einigen Stellen den Verkehr. Mehr als 2000 Tonnen Abfälle türmen sich in den Straßen Neapels. Nachts werden immer wieder Abfallberge angezündet. Der neu gewählte linksgerichtete Bürgermeister De Magistris warf Ministerpräsident Berlusconi vor, bei der Müllkrise versagt zu haben. Außerdem würde die Mafia-Organisation Camorra eine funktionierende kommunale Abfallbeseitigung bekämpfen. Das Geschäft mit der Müllentsorgung ist eine wichtige Einnahmequelle der Camorra in Neapel. In 2 Tagen wird das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM angepfiffen. Zum Auftakt tritt in Berlin Gastgeber Deutschland gegen Kanada an. Das Team von Bundestrainerin Knight ist Titelverteidiger. Kollektive Wertschätzung, Beifall für die deutsche Frauennationalmannschaft beim heutigen Abendtraining. 2 Tage vor dem Start in die WM. Ist die Anspannung sichtbar, hörbar, eine gewisse Vorfreude. Das ist wirklich eines der größten Sachen für mich. Also ich freue mich riesig, dass das Stadion voll sein wird. Endlich mal in Berlin vorm vollen Stadion zu spielen. Die Leute kommen wegen uns. Direkt neben dem Trainingsplatz der Spielplatz, das Spielfeld des Eröffnungsspiels gegen Kanada. Die letzten Vorbereitungen im Berliner Olympiastadion und Nationalspielerin Kim Kulich war heute Vormittag schon einmal sehr angetan. So schön grün. Der Platz ist auch echt hübsch. Also der Rasen gefällt mir. Der ist top. Top. Und somit ist fast alles vorbereitet für ein Fußballfest. 2 Tage noch, dann kreisen Fahnen, dann rollt der Ball. Proben für die Eröffnungsfeier am Sonntag. Dann wird es voll. Das Stadion seit Monaten ausverkauft. 74.000 Zuschauer wollen die deutschen Frauen sehen. Sehr beeindruckend. Ja, krass. Oh mein Gott. Und das machen die alles für uns. Das ist echt groß, muss man sagen, das Stadion. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass da überall Menschen sitzen. Aber wird schon. Es wird uns beflügeln, glaube ich. Auf dem Weg, den Bundestrainerin Sylvia Knight schon vorgegeben hat, das Ziel nach 2003 und 2007, der 3. WM-Titel. Der amerikanische Schauspieler Peter Falk ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Angehörige. Falk wurde vor allem durch die Detektivserie Columbo weltberühmt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 25. Juni. Die Wolken eines Atlantiktiefs bescheren uns morgen ziemlich durchwachsenes Wetter bei recht niedrigen Temperaturen. Gleichzeitig nähert sich ein Ableger des Azorenhochs und sorgt ab Sonntag für mehr Sonne und hochsommerliche Hitze. Heute Nacht sind zunächst noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter unterwegs, dann klart es vielerorts auf, bevor von Westen wieder neue Wolken heranziehen. Der Tag beginnt teilweise noch freundlich, aber die Wolken breiten sich weiter Richtung Osten aus. Vom